Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Die Hölle in Tüten. Ja, weiter geht's. Ja, ich würde jetzt gerne einen ausgeben. Ich habe gerade mal geguckt. Mein aktueller Listenplatz ist 1111. Kleine Schnapszahl. Und mit anderen Worten auch noch viel zu tun. Muss ich jetzt richtig Gas geben, wenn ich da noch was reißen will. Okay. Was habe ich gemacht? Nicht viel. Zwei Colossal Life Flasks habe ich mir gecraftet, beziehungsweise beim Händler ertauscht. So, weiter geht's. Haben wir alles. Poison Arrow, Vulnerability ist ausgerüstet. Split Arrow in Aktion. Los geht's. Boah, ist wieder mein Lieblings-Exile. Der hat mich auch gleich. Nee, Glück gehabt. Besser aus hier. Benutzt er vielleicht Multistrike? Wahrscheinlich ist er deswegen so pervers schnell. Wahrscheinlich hat er ein Multistrike-Gem ausgerüstet. Das wird sein. Faster Projectiles. Mal einen Blick auf Poison Arrow, was das bringt. 235. Ja, da ist die Steigerung ist noch nicht so markant. Oh, da ist Cole. Und Rogue Exile dabei. Ist klar. Okay, den Rogue Exile haben wir. Und Cole ist auch jetzt gleich weg. Ha. Das war ja einfach. Thief's Grab. Oh, das Ding ist gar nicht übel. Vom Grundtyp her. Bam. Leben und zwei Resistenzen. Das ist doch... und sogar mehr als das, was ich habe. Juhu, das fängt super an. Gleich mal ein schönes kleines Update. Blink Arrow, den schmeiße ich dann erstmal raus. Temporal Chains wird auf jeden Fall mitgenommen. Schöne Sache. So darf es gern weitergehen. Sash, den wir natürlich auch mitnehmen. Jetzt noch einen richtig coolen Bogen. Dann spiele ich bis, was ist das? Ich glaube, Montagabend irgendwann müsste die Liga zu Ende, das Race zu Ende sein. Und wenn jetzt hier noch der ultimative Bogen fällt, dann ist Action angesagt. Okay, Level up. Sind wir mal überheblich, auch wenn wir gerade angegriffen werden. Ach, Blooddrinker. Nochmal ordentlich Leben obendrauf. Theoretisch jetzt auch mit Life Leech. Aber gucken wir mal. Ja, 9 bis 14 physischen Schaden. Da kommt unheimlich was bei rum beim Leechen. Go to bed, little nightmare. Immer einen flotten Spruch auf den Lippen, die Gute. Feeble. So, was haben wir da? Den Feeble nehmen wir mal mit. Okay, der Rest ist Müll.
Amulette immer mitnehmen. Lange keinen Bogen mehr gesehen hier. Aber zumindest ein neuer Quiver. Mal schauen. Gucken wir doch direkt mal nach, was wir hier haben. Cold Damage. Critical Strike Chance. Leben. Keine Resistenzen, kein Blitzschaden. Also ein Fall für die Mülltonne. Ach, Feuerschaden. Ah, die sehen eigentlich richtig schön aus. Wieso kann denn da kein Blitzschaden drauf sein? Verdammt nochmal. Egal, die werden trotzdem mitgenommen. So, ja. Ja, ich bin immer auf den einen Rogue Exile schon eingestellt, wenn ich hier Lightning Warp sehe. Muss ich dran denken, dass hier auch normale Gegner rumrennen, die das benutzen können. Sunlever. Schmeißen nämlich hier mit guten Rüstungen zu im Zweifel. Eine gute Rüstung kann nie schaden. Huch, so viel Krempel auf einmal hier. So. Da, Projectile Weakness. Ja, gut. Leveln wir einfach mal pro forma mit. Das ist viel interessanter. Lunaris Tempel Level 3. So, dann hoffe ich mal, dass ich den richtigen Weg einschlage. Mal Ruhe hier. Okay, von den Schreien im Hintergrund mal abgesehen. Righteous Fire. Okay. Alles auf Anfang, neuen Charakter anfangen. Nein, kleiner Spaß. Zumindest scheint das Spiel gerade sehr gönnerhaft zu sein, was Edelsteine angeht. Vielleicht habe ich ja Glück und finde noch meinen Concentrated Effect. 36. Ja, macht sich noch nicht so richtig bemerkbar gerade, die Steigerung durch Faster Projectiles. Ein Leather Belt mit 39 Leben. Fast perfekter Automod. Boah, das war's aber auch schon mit fast perfekt. Chaos Resistance bringt's auch nicht. Zumindest keine schweren Entscheidungen, ob man die Gegenstände behalten möchte oder nicht. Ich habe genug Intelligenz für mein Vulnerability, um das auch ordentlich zu steigern. Jo. Wenigstens ein paar ordentliche seltene Ringe hier gefunden.
Und ganz wichtig, für die, die es noch nicht wissen, wenn ihr auf der Suche nach Piety seid, immer wenn ihr Treppen hochlauft, seid ihr richtig. Aber ihr habt ja sicherlich alle mein Piety Grinding Lehrvideo gesehen. Wenn nicht, Schande über euch. Holt das nach. Jetzt explodiert er so heftig. Oh, erstmal durchatmen. Mann, Mann, Mann. Bum, bum. So eine Aufregung für nichts am Ende. Heavy Belt. Ja, mit Full Plate kann liegen bleiben. Erstes fünffach gesockeltes Item. Kein besonders brauchbarer Grundtyp. Komm, ich muss. Ja, ist auch nur fünffach gesockelt. Muss nicht mit. Generell ist eigentlich so ein 5-Link-Ding wäre natürlich grundsätzlich immer eins der Highlights, aber wäre jetzt in dem Fall für den Charakter auch gar nicht so notwendig. Ich habe eh nicht genug Support-Gems. Ist auch mal irgendwie so ein ganz andere Ausgangssituation, wenn man gar nicht die Edelsteine hätte, die man, oder gar keine Edelsteine hat, die man sockeln kann. Sonst ist ja immer andersrum. Sockeln sind Mangelware. Jetzt ist es mal so. Warum nicht? Ich habe gerade auch mal spaßhalber geguckt, ob eventuell irgendjemand hier ist. Übrigens nochmal, da wo die zwei Kutschen sind, falscher Weg. Eine Kutsche, richtiger Weg. Ich hätte mal spaßhalber geguckt, ob irgendjemand hier in Tauschforen aktiv ist. Einfach in der Hoffnung, vielleicht einen Concentrated Effect zu kriegen. Nee, ist natürlich keiner aktiv. Ich glaube, in der kurzen Zeit, da will auch keiner dem anderen einen Vorteil geben. Würde ich auch nicht machen. Hier geht's schließlich um was. Projectile Weakness. Brauchen wir eigentlich nicht wirklich. Egal, wird auch wieder mitgenommen. Der ist hier angeschlichen. Müssen wir auf jeden Fall mal hier ein bisschen aussortieren. Pum. Leben, zwei Resistenzen, die gar nicht mal so schlecht, aber leider nichts Offensivmäßiges drauf. Gucken wir mal weiter. Okay, das Ding kann auf jeden Fall weg. Es hat sich durch unlautere Mittel in mein Inventar geschummelt. Einfach am Boden gelegt.
Zwei Resistenzen. Das konnte mein Gürtel eigentlich noch. Genau, das war dieser komische Zwitter. Nichts Halbes, nichts Ganzes. Von allem ein bisschen. Eine Resistenz, ein bisschen Leben, ein bisschen Schaden. Ist aber auch nicht besser. Ich kann die Stärke-Gürtel generell weg. Die brauche ich nicht. Hilfe, ich merke, es wird später. Ich brauche länger, um zu überprüfen, was da noch gleich gestanden hat. Flickerstrike? Habe ich schon mal einen Gegner mit Flickerstrike gehabt hier? An Rogue Exile? War doch Flickerstrike, oder? Ein Flickerer. Nebenbei sind wir gleich schon bei Piety angelangt. Bin mal gespannt. Sollte eigentlich machbar sein. Resistenzen könnten maximal ein Problem werden. Ja, meine Giftwolke wird langsam lustig. Wo wir wieder beim Thema wären. Was habe ich denn in den letzten Videos häufig mal erwähnt? Richtig, Poison Arrow wird langsam wirklich ein guter Angriff. Wenn ich für jedes Mal, wo ich das gesagt hätte, ein Level Up bekommen hätte, dann wäre ich jetzt Erster hier in der Liste. So, Piety direkt vor der Nase. Einmal da noch den Weg hoch. Habe ich eigentlich noch mein... Muss ich doch eigentlich nur irgendwo gesockelt haben, oder? Lightning Warp? Habe ich den hingepackt? Ich weiß, ich hatte einen Lightning Warp. Naja, egal. Wahrscheinlich in der Kiste gelandet, bei irgendeiner Umräumaktion. So, Piety. Hallo, hallo. Ja, ich mach schon mal einen Town Portal. Ich werde ja sowieso nicht anders zurückkommen. Es wirklich schaffen, Piety in ihrer Grundform zu halten. Das wäre natürlich richtig cool. Tatsächlich. Das weiß ich spontan auch nicht, ob ich das schon mal geschafft habe, dass Piety sich nicht einmal verwandeln konnte. Ja, kein schlechtes Zeichen, würde ich meinen. So, bei Gringor gibt es jetzt erstmal zwei Skillpunkte direkt abzuholen. Ist denn heute schon Weihnachten? See you. See you. So, zwei Skillpunkte. Mein Gott, wohin denn damit jetzt? Ja, mal ganz kurz. Jetzt muss ich mir erstmal wieder neu orientieren. Was wäre denn jetzt als nächstes sinnvoll? Hier wäre nochmal einmal 6% Increased Life. Das wäre natürlich durchaus interessant. 6% ist echt nicht verkehrt für so einen kleinen Knoten.
Hier hinten hätten wir noch Radius-Sachen. Das wäre auch nicht so verkehrt. Da ist es aber doch ein relativ weiter Weg hin. Da müsste ich erstmal mich hier hocharbeiten. Da lang. Ich glaube, ich mache das jetzt erstmal so. Ich nehme den Weg hier unten lang. Ja, doch, genau, das machen wir. Ich kämpfe mich jetzt erstmal hier unten hin. Hier in die Projectile-Damage-Knoten. Hier sind noch Lebensknoten, hier hinten auch. Das ist generell eigentlich ganz brauchbar. Und dann kann ich dann irgendwann auch mal hier vielleicht die 4 Punkte wegskillen und dafür hier die 3 dazu. Dann habe ich einen Punkt quasi gewonnen dadurch. Ja, ist ein bisschen doof, dass jetzt erstmal eine ganze Weile nichts kommt, was jetzt direkt eine Verbesserung bringt. Erstmal viele Punkte zu vergeben, die einfach nur den Weg bereiten sollen. Na, dieses Level-Up ist aber auch schon dicht bevor. So. Also, dann auf zu Dominus. Hätte eigentlich, wenn ich in der Stadt war, auch mal eben schnell mein Inventar leer räumen können. Egal. Können wir auch en passé machen. Wer hat den ganzen Müll dahingestellt? Da kommt man ja gar nicht durch. Okay, Lightning Arrow. Ja, ob ich den in diesem Spiel nochmal irgendwann einsetze, wage ich dann doch zu bezweifeln. Würde voraussetzen, dass ich überhaupt erstmal einen Bogen hätte, der ordentlich physischen Schaden macht. So. Ja. Erstmal den Typen umhauen. Okay, weiter im Text. Weil, wenn ich mal so überlege: 1, 2, 3. Sind gar nicht so viele Punkte, die ich brauche, um da hinzukommen. Sah irgendwie weiter aus. Das sieht nebenbei gut aus. Da müssen wir hin. Nichts Spannendes. Die imperialen Gärten. Habe ich denn auch mein Gießkännchen dabei? When will we finally learn that nature knows best? Nachdem ich ja jetzt auch Gartenbesitzer bin, muss ich sagen, die könnten hier echt mal ein bisschen Unkraut jäten. Wie sieht das denn hier aus? Der Knochenbogen. Wo packen wir den denn noch hin? Da, gucken wir mal. Immerhin Blitzschaden. Allerdings viel zu wenig. Sind eigentlich gar nicht mal schlechte Defensivhandschuhe. Weiß gerade nicht, ich hatte ja letztens welche in die Kiste gepackt, so als Reserve, wenn ich mal irgendwann Probleme bekomme mit der Defensive. Das weiß ich nicht, ob die vielleicht sogar noch einen Ticken besser waren als die jetzt. Das kann ich jetzt nicht mehr sagen aus Erinnerung.
ist ja auch schon spät mittlerweile. Oder früh, ganz wie man will. Diamantring. So, ein royaler Bogen. Was kann der? Physischen Schaden. Gar nicht mal so knapp. Aber... ja, ich muss echt sagen, ich hätte nie gedacht, dass dieser Bogen, den habe ich also auch im normalen Spiel durchaus schon mal hin und wieder gefunden, dass der so gut ist. Ich glaube zumindest, dass ich den schon mal gefunden habe. Ja, man vertut sich einfach. 1 bis 75 Blitzschaden klingt jetzt nicht besonders spektakulär. Aber diese Angriffsgeschwindigkeit ist einfach doch ziemlich überzeugend. Und gerade dann in Kombination mit entsprechenden Gegenständen, die das dann noch ausbauen. Ja, es war, wenn ich auch mein Beta-Key wahrscheinlich nicht mehr erreichen werde, war es zumindest sehr lehrreich. Spielt man so ein Spiel 2 Jahre lang und lernt trotzdem nicht aus. Ich überlege gerade, was ich in der Bibliothek kriegen würde. Das hatte ich mir auch angeguckt, aber ich glaube, da war nicht so was richtig Gutes dabei. Ich glaube, am interessantesten sicherlich noch Curse on Hit. Mir zu gefährlich gerade. Eingefroren zu werden macht es nicht unbedingt einfacher. Wenn man eingefroren ist, kann man nämlich nicht weglaufen. Wahnsinnserkenntnis. Aber immerhin sind sie jetzt spendabel und werfen mir Bogen nach Bogen vor die Füße. Warum habe ich denn die Handschuhe noch hier liegen? Weil die auch nicht so schlecht waren, glaube ich. Gott. Das ist echt erschreckend, wie schnell jetzt hier das Inventar immer wieder voll ist. Blitzschaden. 1 bis 22. Leben, Resistenz, Elemental Damage with Weapons. Cold Resistance und alles plus 10 auf alle Attribute. Der kann ja richtig was, der Ring. Er wird aber eigentlich nur der... okay, ich wollte gerade sagen, wird der Topaz-Ring ins Auge stechen, der rausfliegt. Sind aber beides Topaz-Ringe, die ich anhab. Welcher ist es denn? Der hier. Das teste ich mal kurz gegen. 649... DPS mit dem anderen Ring, mit dem alten Ring, mit dem neuen wären es also 649. Ja, okay. Definitiv weniger Schaden. Also offensichtlich bringt direkt Blitzschaden deutlich mehr als prozentual. Hä? Achso, nicht den Ring, den Bogen. Boah. Hilfe. So. Boah, ja. Sehr schön. Scepter of God, da sind wir. Nightmares build their nests in the towers. Bin ich mal echt mega gespannt. Das Ding hier ist eh immer ziemlich übel. Aber ich glaube, mit Poison Arrow war es einigermaßen erträglich, weil man doch so schön auf Distanz hier die Gegner
außer Gefecht setzen kann. Oh, genau das meinte ich. Da war, glaube ich, noch nicht mal ein Rogue Exile dabei. Das können die einfach von alleine hier. Doch, war wohl. Power Charge on Critical. Kennt er ja schon von mir, mein Lieblingsspiel. Versuchen, den Flugimmunen zu verfluchen. Ich verrate euch ein Geheimnis. Es klappt nicht. Growth Bow. Nächste Bogenklasse hier im Angebot. Vielleicht finde ich dann endlich mal einen neuen. Habe ich es etwas schneller gemerkt, dass der Curse immun ist. Schon wieder die Treppen gefunden. Das geht ja schnell hier. Kommen hören. War mal so gar nicht spendabel. Auch mal eben so mitgenommen. Mein Gott. Da läuft's aber gerade bei der Wegfindung. Oh, mal zwischendurch einen Schluck Kaffee nehmen. So. Was haben wir hier? Accuracy ohne Ende. Braucht kein Mensch. Zumindest nicht als Bogenschütze, weil da haben wir genug Geschicklichkeit. Crit Leben Leech. Na. Nicht so überragend. Ein Potpüree der Schadensarten, aber nicht die, die ich brauche. Auch nix. Das haben wir noch nicht. Das sah so schön aus, ist aber dann doch nicht stark genug am Ende. Das ist völlig uninteressant. Lightning Resist, nee, auch. Dankeschön. Okay. So. Ja, mal wieder. Ganz warte, Moment. Wo war er? Der Diamond Ring, den will ich mir doch noch angucken. Sah im ersten Moment so schön aus, weil so viel drauf war, aber viel ist natürlich auch möglich, dass viel Müll drauf ist, wie in diesem Fall. Ist da vielleicht noch? Ne, da war der Blink Arrow drin. Kann ja auch gar nicht mein vermisster Lightning Warp sein. Das ist ja die falsche Farbe. So, blitzeblanke putztes Inventar. So lobe ich mir das. Ja, ich habe natürlich nicht auf die Uhr geguckt. Ich mach einfach mal weiter. Dominos schaffen wir noch.
Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. Ja, was fünffach gesockeltes. Aber mit der Rüstung hätte ich jetzt zumindest theoretisch was anfangen können. Der Hammer ist schwierig. Mit dem Hammer kann man keinen Bogen schießen. Vielleicht könnte ich ja so baseballmäßig die Pfeile mit wegschlagen. Auch eine Variante. Schon habe ich auch mein Wegfindungsglück wieder verlassen. Dass hier so lange kein Rogue Exheimer aufgetaucht ist. Kaum sage ich, da ist wieder einer. Ein Wolfspelz. Ganz schön laggy hier irgendwie. Oh, ein Onyx-Amulett. Ein Unique. Schon lange keins mehr vor die Füße geworfen bekommen. Kenne ich das denn schon? Weiß gar nicht, ob ich das schon mal gesehen habe. Habe ich selber tatsächlich noch nie besessen. Kenne ich aber grundsätzlich. So, Leben, Triple Resi und Rarity und noch Evasion erhöht. Ja, eigentlich wie gemalt das Ding. Aber meine Maske kann ich nicht abnehmen. Da basiert ja quasi mein ganzes Charakterkonzept im Moment drauf. Davon abgesehen war der Helm, obwohl die Stats an sich gut waren, waren die Werte nicht hoch genug, um jetzt eine echte Alternative zu sein. Hartnäckiges Viech. Einer der ganz, ganz großen Vorteile hier in diesem Gebiet. Einer der Gründe, warum Poison Arrow so eine der wenigen Skills ist, die ich bisher gespielt habe, die auf Fernkampf setzen, die hier einigermaßen klargekommen sind. Oh, die nämlich so schön laggen, nein. Weil man die Jungs mit ihren Kraftfeldern damit trotzdem treffen kann auf Entfernung. Das ist nicht interessant, von wo aus ich geschossen habe, sondern wo jetzt die Wolke am Boden sich ausbreitet. Embryo-Handschuhe, oder wie hießen die Dinger? Embroidered. Naja, fast. Embryo, Embroidered. So, dasselbe in grün. Was haben wir hier für Schüchen? Auch wieder viel Schönes drauf, aber von allem zu wenig. Thank you.
schon wieder gebärtschreckt gerade. Jetzt soll ich dir mal eine Karte malen. Fenrir Wolf, kein Bär. Hat wehgetan, der Treffer. Wenn das mal kein Crit war. Sind wir schon auf der letzten Ebene, überlege ich gerade. Nein, offensichtlich noch nicht, aber dafür ging das jetzt sehr schnell mit der Wegfindung. Das ist aber definitiv... Ich liebe diesen Leichentransporter hier. Das ist definitiv jetzt hier die letzte Etage vor Dominus. Puh, noch einmal durchatmen, Schluck Kaffee trinken. Trommelwirbel, finaler Endgegner. Erste Schwierigkeitsgrad fast geschafft. Ja, komm. Ich mache mein Townportalchen. Macht der Gewohnheit. I offered the gift of exile, and you used it to reinvent yourself. I couldn't wish for a more potent stone. Der hat sich mal selber tot gecycloned. Heißer Tipp am Rande für den. Nächstes Mal darauf achten, nicht in die Giftwolke wedeln, wirbeln, nicht wedeln. Die Curvebow. Ein bisschen überheblich gewesen gerade. Wieso kann ich die Witze suchen? Das ist eigentlich erstaunlich. Doch gar nicht so eine gute Resistenz. Have you ever seen the true face of God, exile? So, Dominus. Den mag ich nicht, den Angriff. Aber auch hier gilt wieder, Poison Arrow ist ein brillanter Endgegner-Killer. Dauert zwar länger als mit anderen Skills, ist aber mit kaum einem anderen Skill so sicher zu schaffen. Einfach unglaublich praktisch, wenn man in Bewegung bleiben kann. The touch of God. Die. Ich kann mich noch entsinnen, als ich das erste Mal gegen ihn gekämpft habe. Ich dachte, er ist unschaffbar. This world is an illusion, exile. Aber was jetzt kommt, ist nicht unbedingt, dass mein Charakter jetzt nicht so ideal für. Ich muss jetzt echt in den Nahkampf hier. Wenn ich vielleicht irgendwann mal mein, volles Rohr drauf. Gerne mal ein paar Gegner hier vorbeischicken, an denen ich mich hochleechen kann. Zum,
sehe ich mich gezwungen, gleich mal kurz das Portal da zu benutzen. Ja, im Blutregen stehen bleiben. Between man and nightmare. That is where I've always stood, Dominus. Long before you did. Erhebendes Gefühl immer wieder. So, gucken wir nur, ob. Ja. Ganze Beute aufgesammelt. Nichts weiter hier rumliegen lassen. Ne, nichts mehr dabei. Aber zwei Bögen, die potenziell natürlich der Bringer sein könnten. Hier zum Beispiel schon mal 1 bis 9 Blitzschaden und 14 bis 43 physischer Schaden. Das ist ein ganz, ganz schlechter Scherz, dieser Bogen. Da ist ein weißer Bogen kaum schlechter. Der macht's nicht viel besser. Allerdings hat er einen deutlich besseren Grundschaden. Na, der ist kurz vor gut. Aber ich meine, ich weiß, was rauskommt. Ich probiere es trotzdem nochmal. Ja, danke. Sieht gar nicht schlecht aus, aber wenn man es dann wirklich mal austestet. So, Abspann gucken wir uns nicht an. Wenn man es dann wirklich mal austestet, ist der. Wie gesagt, ich bin immer noch so total geflasht, wie großartig dieser Bogen ist, den ich gerade benutze hier. Stormcloud, ich sag's euch, Leute. Der Geheimtipp. So, Wegpunkt. Ja, dann kämpfen wir uns mal eben schnell zurück in die Stadt. Was ist das? Wo kommen die her? Was war das? Was war das? Das kenne ich noch nicht. Wo kam dieses riesen Skelett gerade her? Zeit. Okay, ich habe wieder mal eine Falle gefunden. So, jetzt aber hier wieder mal durchatmen. Growth Bow. Ich traue mich gar nicht nachzugucken. Bestimmt ist ja wieder so super toll. Kommen hier noch mehr Rogue Exiles? Hier sind ja nur die Jungs. Ist ja gar kein normaler Gegner dabei. Ausgleichen Gerechtigkeit dafür, dass im ersten Akt an der Stelle, im ersten Schwierigkeitsgrad an der Stelle gar keine kamen. Kommen dafür jetzt nur. Da sind auch normale Gegner dabei. Ja, ganz wichtig, ich muss ja dran denken. Klar, neuer Schwierigkeitsgrad, das heißt, meine Resistenzen fangen deutlich im Negativen an. Außer Luft geschossen, den Jungen. Nichts Sanftes.
sicher, dass das nicht schon mindestens 20 Rock Exiles waren. Aber es könnten ja theoretisch auch noch 21 sein. Ist ja zusätzlich. Mal wieder dicht dran hier. Fünf Sockel, aber leider nicht verlinkt. Fine work with Pillock. I'll not be joining your kind, dead man. Not today. Letters of exile. Mine said merit aside and consulting with the holy. So. Mal schnell was wir als Belohnung kriegen jetzt für Hillock. Ich weiß gar nicht, ob es einen Edelstein gibt oder einen Gegenstand. Ein Edelsteinchen. Lightning Warp. Vulnerability. Discipline. Blood Rage. Grace, Ball Lightning, Tornado Shot. Ja, normalerweise klare Kiste. Müsste ich Vulnerability nehmen. Habe ich aber Gott sei Dank schon gefunden. Jetzt wäre es natürlich die Frage, Grace oder Tornado Shot. Wobei eigentlich Grace in dem Fall jetzt auch gerade blödsinnig ist, weil ich es eh nicht benutzen kann. Weil ich ja noch Blood Magic benutze im Moment. Naja gut, egal. Ich wollte eh jetzt an dieser Stelle das Video erstmal beenden. Ja, kurze Pause machen. Dann kann ich bei der Gelegenheit mal nachgucken, ob ich eventuell woanders nochmal einen Tornado-Shot herbekomme. Oder halt alternativ wahlweise Grace. Ja, das heißt, wir sehen uns in ein paar Minuten wieder. Bis dahin.